Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Bulls TV und heute eine Neuheit. Wir sind zu dritt. Ich habe zwei Eishockeyspieler bei mir. Zum einen den Robin Slanina, der mir das letzte Mal versprochen hat, zu übersetzen, und Vyacheslav Bilek, den wir heute das erste Mal im Interview begrüßen. Und dann nutzen wir gleich die Gelegenheit. Vyacheslav, es ist dein erstes Interview für uns und du als heimlicher Publikumsliebling, da wird es langsam auch Zeit. Že jakoby je to tvoje první interview a že byl konečně čas něco říct fanouškům, jak se máš. No, jsem rád, že můžu něco odpovědět tady v týmově a uvidíme, jak to dopadne. Freude, das kann der schon endlich was sagen von der Kamera für die Fans, und er ist ganz gespannt, wie wir das Ergebnis von seinem Interview. Genau, du bist jetzt schon das zweite Jahr bei uns und du fühlst dich hier wohl offensichtlich wohl, sonst hättest du nicht verlängert. Seš tady už druhý rok u nich a že se musíš tady cítit dobře, jinak by si jakoby neprodlužoval smlouvu a nebyl tady další jakoby sezonu. No, že od prvního okamžiku, co jsem sem přišel, tak skvěle se mě ujali tady a já jsem hrozně rád, že jsem zapadl a prostě celá moje rodina, jsme tady spokojení, jak po životní stránce, tak po hokejový. Der ist sehr, sehr zufrieden, also sein erstes, also Zeit hier in Rosenheim letztes Jahr, der war einfach voll. Und seine Family ist hier zufrieden, also seine Tochter und Frau. Und der ist ganz überzeugt von den Leuten in der Kabine, also die sind ihm einfach mega angenommen und der ist einfach top zufrieden hier. Deswegen hat er seinen Vertrag verlängert und von beiden Seiten. Das freut uns natürlich sehr, dass er sich hier so wohlfühlt. Das merkt man auch auf dem Eis. Wie froh bist du eigentlich, dass du tschechische Mannschaftskollegen hast? Gibt es da schon so eine WhatsApp-Gruppe zwischen euch? Jak seš, jakoby je pro tebe dobrý, že máš v kabině dva české kamarády nebo české kamarády, a jestli máme mezi sebou jako na WhatsAppu skupinu chatovou. No, že máme, že jsem hrozně rád, že jste tady, jak Robin, tak Dušan. Strašně mi pomáhají a já jsem za to rád, protože jsou věci, které bych asi sám jakoby nedokázal vyřídit, a v té kabině si maximálně vyhovíme a já jsem za to rád. Ja, das ist einfach super, wenn der hat in der Kabine zwei oder drei Mitspieler, die verstehen seine Sprache, und deswegen, also sind Sachen, die kann ich selber erledigen, und deswegen frag Dušan oder mich, ob der ihm jemand hilft, und das ist einfach für ihn einfacher, wer kann jemand was übersetzen, und deswegen das zufrieden, dass der Mitspieler aus seinem Land hat er in der Kabine. Lass uns über deine Saison sprechen. Die lässt sich bis jetzt wirklich sehen. Du bist zweitbester Scorer im Team. Wie zufrieden bist du mit deiner zweiten Saison bei den Star Wars? Teď jakoby tvůj cíl, že jsi druhý v top scorer roku v týmu, a jak je tvůj cíl jakoby do budoucna se Star Wars dosáhnout? Tak že jsem druhý, tak to je jenom týmová práce, že jo. Jsem rád, že tím můžu i pomáhat tomu týmu, a ty cíle jsou takový, že určitě chceme postoupit co nejdál v playoff, nejli postoupit do vyšší soutěže. To jsou asi nejvyšší cíle a doufám, že to bude takhle pokračovat a pomůžu tím týmu. Od toho jsem tady. Já sag to, es freut ihm, dass der zweite in als ein Torjäger in der Mannschaft ist, oder Topscorer in der Mannschaft, aber das ist seine wichtigste Sache, kann ich das so sagen. Und er freut einfach, dass die Mitspieler machen ihn besser und er macht die Mitspieler besser. Und sein Ziel ist nicht also als Topscorer hier sein, aber einfach, er schaut nur auf die Mannschaft. Und sein Ziel ist, dass wir in den Playoffs so weit möglich kommen weiter. Und sein Ziel ist einfach, wie beim jeder in der Kabine, das letzte Spiel im April einfach als Sieger sein und aufsteigen. Ja, super, da klingt ja schon viel raus für meine nächste Frage. Du hast im letzten Interview gesagt, wie stark der Teamgeist hier ist im Team und wie stark alle zusammenhalten. Ist das auch für dich ein wichtiger Punkt und auch ein Schlüssel zum Erfolg? Jak jsem v posledním interview řekl, že jakoby důležité je v kabině, že se všichni pozbuzujeme a držíme pospolu, jestli si myslíš, že je to jakoby ten klíč k tomu úspěchu, jakoby být úspěšný v sezóně. Hmm.
že jsem prošel jako hodně klubama, ale myslím si, že tahle kabina, tenhle tým patří k těm lepším, nejlepším, protože všichni si pomáháme a všichni držíme spolu a to si myslím, že je důležitý a jenom takový může, nebo tímhle způsobem můžeme docílit toho, čeho chceme. Also der hat schon viele Mannschaften überlebt und der sagte auch, also das Mannschaft, was wir in der Kabine haben, also das ist Schlüssel einfach zum Erfolg und das ist einfach Spitze, wenn die Jungs, also wir halten so zusammen auf dem Eis und neben dem Eis und ja, das ist einfach toll. Da kann man was mit der Gruppe, also wenn die so halten zusammen, was erreichen. Also ich glaube, von meiner Seite, das ist überhaupt, was gibt's das Beste. So die Jungs halten und das ist einfach mega und wir können so, wenn wir werden so weiterhalten zusammen, etwas erreichen. Super, das sind doch spitzen Schlussworte. Erstmal danke, Robin, für deine Übersetzung. Gerne. Danke, Vyacheslav, dass du endlich bei uns warst. Ja. Und liebe Zuschauer, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.